Deine perfekte Rasurvorbereitung in zwei einfachen, aber wichtigen Schritten. Darum geht es in diesem Video und damit herzlich willkommen. Ich bin Max und auf diesem Kanal geht es seit knapp 4 Jahren um alle wichtigen Fragen rund um Barthaare und mehr. Und wir fangen jetzt auch gleich an. Und zwar mit Punkt 1, das Aufweichen des Haares. Des Barthaares. Denn würdest du dein Barthaar nicht aufweichen, hättest du ein sehr, sehr hartes Haar. Dein Barthaar ist ja auch dicker und fester wie dein Haar hier auf dem Kopf. Und deswegen kann das Ganze zu Hautirritationen führen und zu Schmerzen. Und es ist einfach nicht angenehm. Und deswegen weichen wir das Ganze auf. Das geht ganz klassisch mit einem Rasierpinsel und eine Rasierseife. Du machst die Rasierseife in deinem Rasierbecherchen einfach mit ein bisschen Wasser drüber, dann nimmst du deinen Rasierpinsel, wuschelst das auf, so lange bis das Ganze ein schön cremiger Schaum wird, trägst es dort auf, wo du eben rasieren möchtest. Du kannst auch ein heißes Handtuch nehmen. Was heißt heißes Handtuch? Du nimmst dein Waschbecken, füllst es mit warmem bis heißem Wasser voll, das aus dem Wasserhahn, und dann schmeißt du dann ein trockenes Handtuch rein, was du normal zum Händewaschen hernimmst, und das kannst du dir dann über dein Gesicht legen, besonders über den Bart, da wo du eben rasieren möchtest. Dann gibt es noch die Möglichkeit, das Ganze nach der Dusche zu machen, wenn du morgens duschst und da gar keine Zeit dafür hast, das danach zu machen, dann kommen wir gleich noch dazu, aber nach der Dusche, dein Haar ist relativ lange einer gewissen Wärme ausgesetzt, Feuchtigkeit ausgesetzt und damit wird das Ganze aufgeweicht, genauso wie beim heißen Handtuch. Wenn du das Ganze aber ganz, ganz schnell haben möchtest, dann wirst du wahrscheinlich wissen, es gibt einfach Rasierschaum, der kommt aus der Dose, macht und dann hast du da Haufen Rasierschaum in der Hand. Rasierschaum kenne ich mich nicht besonders gut aus, aber du nimmst den aus der Flasche, holst ihn da raus, schmierst ihn dahin, wo du ihn brauchst, lässt ihn dann um die 5 Minuten einwirken, damit auch hier wieder der Effekt kommt, das Haar wird aufgeweicht und dann würde ich das Ganze wieder runterwaschen. Das Ganze kannst du auch mit einer milden Bartseife machen, mit einem milden Bartshampoo, weil im Grunde dient jetzt auch der Rasierschaum mit den Tensiden darin dazu, eben deine Haare aufzuweichen, dass du leichter rasieren kannst. So ein Bartshampoo oder so eine Bartseife ist normalerweise einfach milder als viele Rasierschaume, Schäume da draußen. Und du wäschst dir das runter und dann kommst du schon zu Punkt 2. Bei Punkt 2 geht es darum, deine Gleitfähigkeit oder die Gleitfähigkeit deiner Haut zu erhöhen. Das macht auch wieder weniger Hautirritation und damit reduzierst du Schmerzen, Pickel und Rötungen. Hast du noch irgendwelche Tipps für mich bzw. uns alle? Dann schreib das gerne unten in die Kommentare und wenn du irgendeine persönliche Frage hast, dann schreib es mir gerne per Instagram oder über Discord. Link ist unten in der Beschreibung. Also, wir haben zwei Produkte, die ich hier empfehlen würde. Wir haben einmal Rasiercreme, transparente Rasiercreme. Die ist ähnlich wie so ein Rasierschaum, kommt auch aus so einem, nicht Sprühding, sondern aus so einer Dose halt, so einer Druckdose. Und damit erhöhst du die Gleitfähigkeit deiner Haut, genauso wie mit einem Rasieröl. Auch ein Rasieröl ist transparent und erhöht die Gleitfähigkeit deiner Haut. Ja, richtig gehört. Und was das Wichtigste der beiden Produkte ist, was für mich das Wichtigste bei diesen beiden Produkten ist, ist die Transparenz der Produkte. Denn ich möchte bei meinem Vollbart hier, wenn ich die Konturen schneide, sehen, wo ich hinrasiere. Hast du keinen Vollbart, rasierst du dich immer glatt, dann musst du dir dafür natürlich keine Gedanken machen. Da kannst du einfach einen Rasierschaum nehmen. Der hat dann 2-in-1-Effekt für dich, weil du brauchst einfach nur Rasierschaum einwirken lassen, rasieren, fertig. Du brauchst nicht sehen, wo du hinrasierst. Aber eben mit der Rasiercreme und auch mit dem Rasieröl hast du den Vorteil, du siehst, wo du hinrasieren möchtest. Am Hals, an den Wangen und auch hier hinten am Nacken entlang. Und ich würde dir eher das Rasieröl empfehlen,
weil es noch zusätzliche Vorteile hat. Zum einen ist jetzt nicht so wichtig, aber ich will es immer mit aufführen. Und zwar ein sehr, sehr guter Duft. Häufig, nicht immer. Grund Nummer 2 fürs Rasuröl. Das Öl selbst pflegt und beruhigt die Haut schon vor, während und nach der Rasur. Voll geil, oder? Und das dritte ist einfach ein kleiner Umweltaspekt. So ein Rasieröl ist einfach in der Flasche. Vielleicht noch mit einem Tropfer drin, vielleicht mit einer Pipettenflasche oder. Aber Rasieröl oder auch Bartöl, du kannst natürlich Bartöl hernehmen, kommt ohne Gas aus, ohne, ich weiß nicht, was genau das für ein Füllgas ist, aber das Gas, was halt die Rasiercreme und auch eventuell Rasierschaum aus der Dose herauspresst. Und das ist ein weiterer nützlicher, schöner Aspekt. Wenn dir das hilft und wenn du mehr von mir sehen möchtest, dann kannst du jetzt hier abonnieren und hier findest du 2 interessante Videos für dich. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und ciao. Bis zum nächsten Mal.